Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Ja, da bin ich auch schon wieder. Und das mal mit meinem letzten Sweet Mamsell Haul. Ich habe wieder mal mein Glück bei einem Restock probiert im Juli. Und habe auch glücklicherweise alles können ergattern, was ich gerne gehabt hätte. Und ich würde sagen, ich lege auch gerade los mit den Goodies. Vielen lieben Dank für die, Silke. Und da hat es nur einen, den ich weggeben werde, weil er nicht so mein Geschmack ist. Und zwar ist das der Duft Merlot. Ein sehr traubiger Duft, nicht zu süß. Geht eher ein bisschen so in die Wein-Richtung. Aber ja. Ich bin nicht so Traubenduft-Fan, darum wird der weggehen. Den habe ich als Goodie Brittles bekommen von einer Custom-Bestellung, weil wenn ich mich nicht täusche, hat da Nina bestellt. Und zwar ist das eine Mischung aus Blueberry und Salty Sea Air. Ich bin nicht so Blaubeer-Fan, aber ich liebe Salty Sea Air. Und ja, also das schmeckt in kalt herrlich. Es dominiert den Salty Sea Air, aber es kommt noch ganz leicht die Blaubeernote raus. Und ja, also sehr, sehr interessant. Darum werde ich den gerne testen. Dann habe ich nochmal Brittles bekommen. Das ist auch von einer Custom-Bestellung von jemandem. Und zwar ist eine Mischung aus Bora Bora und Coconut Cream Pie. Und Bora Bora ist, glaube ich, irgendwas Fruchtiges. Und erstaunlicherweise gefällt mir der auch gut. Der erinnert mich an irgendeinen Fruchtdrink. Kokosnuss schmeckt jetzt gar nicht mal so raus, sondern er schmeckt für mich eher ein bisschen so Aprikosen-Pfirsich-mäßig. Und obwohl ich Pfirsich auch nicht so gerne habe, ja, also die Kombi gefällt mir erstaunlicherweise sehr gut und ja, werde ich auch austesten. Und der letzte Goodie, in den habe ich absolut verliebt. Da habe ich den Silke auch gerade geschrieben. Das sind auch Brittles und der Duft heisst Romeo und Giulietta. Herrlich. Sehr vanillig. Süß. Ein bisschen waffelig, ein bisschen kuchig. Ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, habe schon wieder vergessen, was alles drin hat. Aber ja, wenn ich die nächste Custom-Stellung bei der Silke mache, wird der bestimmt bestellt. So, dann gehen wir über zu meiner Bestellung. Ja, im Voraus vielleicht. Es hat einige Duftkombinationen, wo es Komponenten oder Düfte drin hat, die ich eigentlich nicht gerne habe, aber ja, ich habe mir das so ein bisschen im Gesamten vorgestellt und denke mal, da könnte was sein und ja, bei den meisten hat es wirklich geklappt. Ich fange mit den Clamshells an. Der erste Duft ist das und zwar heißt der Happy Hippie. Wieder ganz schön dekoriert mit sehr viel Glitzer. Das ist eine Mischung aus, ich habe es wieder rausgeschrieben, salziger Meeresluft, Limette, Kokosnuss und Sonnencreme. Ja, da haben wir eben die Kokosnuss, die ich nicht gerne habe. Aber er schmeckt super. Ich würde sagen, eher frisch, ein bisschen so in die Sparrichtung. Nicht fruchtig. Und ja, man schmeckt die Meeresluft und die Limette, finde ich hauptsächlich. Und vielleicht die Sonnencreme, aber das ist eben nicht so eine extrem kokosmäßige Sonnencreme. Ja, also der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut und bin froh, habe ich den genommen. Der zweite heisst Sunrise Delight. Die Clamshells sind ein bisschen schwer zum Öffnen. Auch wieder ganz viel Glitzer, da habe ich ja eh gern. Und ich finde das so lecker und das ist, glaube ich, noch recht lang verfügbar gewesen. Das ist ein Cocktail mit Orange und Erdbeer.
Aber nichts Alkoholisches. Also, ja, und ja, ich finde ihn auch fein. Wirklich wie einen Fruchtcocktail. Also, den Cocktail würde ich trinken. So, und dann die letzte Clamshell ist in der Duftrichtung Turquoise. Turquoise, keine Ahnung. Auch ganz schön. Ich glaube, ihr sind bei Clamshells ausgegangen und dann hat sie, oder ich glaube, sie hat bei einem anderen Lieferant müssen bestellen. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Ausnahme, dass die so schwer aufgehen. So, Stunden später. Das sieht so aus. Und das ist eine Mischung aus salziger Meeresluft, also salty sea air, Kokosöl und exotische Vanille. Ja, wieder Kokos, aber weil ich salty sea air so gern habe. Ja, und es ist eher ein aquatischer Duft. Man schmeckt das Kokosöl. Ja. Also ich werde den testen, ist jetzt von diesen drei Clamshells der, wo man am wenigsten dazu sagt, einfach wegen dem Kokosöl. So, dann konnte ich ein riesen Stück ergattern. Das finde ich wunderschön. Und zwar ist da so eine Sheet in der Duftrichtung Into the Blue. Also wirklich mega herzig. Und da ist ein Duft, Mischung aus ozeanischen Noten, süßen Früchten, Kokosöl und warmen Hölzern. Ja, auch da hat mich wieder das Ozeanische angesprochen. Und ich muss sagen, den wiederum finde ich super. Also, weil da kommen wirklich die süßen Früchte auch durch. Es ist ein aquatischer Duft mit Frucht. Das Kokosöl schmeckt zum Glück in kalt gar nicht, auch nicht wirklich das Hölzerne, sondern mehr so aquatisch. Er ist auch lustigerweise leicht parfümig mit den Fruchtnoten, also den finde ich super. Und ja, ich bin froh, dass ich hier so ein grosses Stück davon habe. So, dann kommen wir auch schon zu den letzten drei Düften. Das sind meine absoluten Lieblinge von dieser Bestellung. Ja, wird euch wahrscheinlich nicht überraschen. Da habe ich so ein 3er-Pack bestellt in der Duftrichtung Pink Peppermint Smoothie. Also Pink Sugar, Pfefferminz und Vanilla Smoothie. Ja, ich muss glaube nicht mehr sagen, Pink Sugar mit Pfefferminz liebe abgöttisch. Den, der Duft, finde ich auch super. Ist ein 3er-Pack in der Duftrichtung Sparkling Pear Riesling. Der ist eine Mischung aus Rieslingtrauben, Jasminblüten und Birnenaromen. Und herrlich. Aber ich mag ja eigentlich nicht so Alkohol und Alkoholdüfte sozusagen. Aber die Rieslingnote mit der Birnenmischung und Jasmin ganz leicht. Ja. Und dann hat er eben noch etwas Spritziges. Also den finde ich mega speziell und mega lecker. Und ja, über den freue ich mich sehr. So, und das letzte, auch keine Überraschung. Die Eisformen finde ich einfach der Hammer. Und da habe ich natürlich müssen haben. Chocolate Mint Ice Cream, also dunkle Schoki mit Münze. Es hat einen Hauch Kokosmilch drin und Vanillecreme und oh, also Schoki mit Pfefferminz ist auch eine Kombi, die ich wahnsinnig liebe. Und so lecker wirklich. Oh, da könnt ihr auch reinbeissen. Ja, das war meine Bestellung. Also auch wirklich sehr, sehr gelungene Düfte und freue mich sehr darüber. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut und tschüss zusammen.